Nun am Wort Nurten Yilmaz, SPÖ. Werte Kolleginnen und Kollegen, es ist eh gut, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie interessieren sich ein bisschen mehr als die Außenministerin für die Integration. Ich würde mir wünschen, dass Sie 10% von der Leidenschaft, die Sie für die Außenpolitik aufbringt, auch für die Integration aufbringt und auch dafür sorgt, dass die Maßnahmen, die beschlossen wurden, die noch gemacht werden müssen, auch ordnungsmäßig abgehalten werden. Ein Integrationsbudget, das gekürzt wird. Und auf meine Frage im Ausschuss, Frau Ministerin, was haben Sie für einen Plan? Wie soll das weitergehen? Hat sie genau die gleichen Zahlen mir vorgelesen, die sie auch hier uns vorgelesen hat? So viele Wertekurse haben wir gemacht und so viele Deutschkurse. Und? Das ist der Masterplan? Na, wir brauchen schon ein bisschen mehr. Und Kollege Haider, Sie haben gesagt, es werden nur mehr die anerkannten Flüchtlinge Unterstützung bekommen. Geld. Finanziell. Aber Sie wissen schon, dass Asylwerber keine finanziellen Unterstützungen kriegen, oder? Das wissen Sie schon. Zumindest haben Sie das jetzt von mir erfahren. Die kriegen nämlich nichts, okay? Das ist, war schon immer so. Und, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe auch die künstliche Aufregung nicht verstanden, als Kollege Leichtfried gesagt hat, wir brauchen in der Europäischen Union Haltung. Wir können uns nicht immer nach den Stärkeren richten. Die Europäische Union, eine Solidarität innerhalb Europas hat er angefordert. Wieso? Was sind für Blödheiten? Es gibt so etwas wie eine... Ja, mit den Stärkeren, mit dem Herrn Putin. Wissen Sie, dass der Herr Putin mit dem Herrn Erdogan backelt? Haben Sie das mit ihm schon besprochen? Okay, Sie wissen auch nicht, wo Sie stehen. Auf jeden Fall, ich würde mir mehr Engagement wünschen und gemeinsam, eigentlich sollten wir einen Schulterschluss in der Sache Integration machen, dann werden wir es hinkriegen. Die Menschen sind da, die Menschen werden auch hier bleiben. Sie brauchen unsere Unterstützung. Mit dem Budget wird es leider nicht klappen.